Was zum Teufel? Sie sind doch der Kurier, den Benny in Good Springs umgenietet hat. Sie sollten tot sein. Ja, ja, hören Sie auf, so rumzuspinnen. Sie haben überlebt und uns gefunden. Was jetzt? Ich habe ihn nicht. Benny hat ihn gestohlen, kurz bevor er uns betrogen hat. Wahrscheinlich ist er inzwischen wieder auf dem Strip und lacht uns aus. Was gibt es da zu verhandeln? Die RNK zieht sich zurück. Wir verschwinden von hier. Niemand wird verletzt. Am Mikro hören Sie mich, Mr. New Vegas. Und falls Sie sich fragen, ob Sie hier richtig sind... Kaum zu glauben, dass ich das mache. Aber in Ordnung, die Geiseln können gehen. Die RNK sollte sich aber an ihren Teil der Abmachung halten. Hier ein Souvenir für Sie. Das ist Bennys Feuerzeug. Schieben Sie es ihm in den Arsch, wenn Sie ihn erwischen. Ich habe keine Angst vor einer Schießerei, aber ich würde lieber ohne ein paar zusätzliche Löcher zum Red Rock abhauen. Ja? Worauf? Ist ein Vorsitzender, ein hohes Tier, das das Topps Casino in New Vegas leitet. Ein Freund aus der Stadt hat mich wegen einem dicken Job kontaktiert. Ich hätte wissen müssen, dass da noch ein Haken an den Kronkorken ist, aber die Chance konnte ich mir nicht entgehen lassen. Soweit ich weiß, ist es nur ein großer, schicker Pokerchip. Aber keine Ahnung, warum man ihn aus Platin machen sollte. Er ist halt eine Schlange. Er schuldet uns noch den Rest der Bezahlung für den Job. Vielleicht wollte er gar nicht zahlen. Gut. Ja, gehen Sie nur. Hallo. Mann, ich habe diesen Ort satt. Kann es nicht. Da warten wieder ein Red Rock zu sein. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. Ich bin froh, dass meine Leute frei sind, aber es gibt ein neues Problem. Ich habe Befehl erhalten, dass die Großkahne ausgeschaltet werden sollen. Many men had tried to take him and that many men were dead. Mir sind die Hände gebunden. Ich kann nicht gegen meine Befehle verstoßen, oder? Sie haben recht. Die Großkahne dürfen gehen. Now the stranger started talking.